Herzlich willkommen zu unserem neuesten Quick Look. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem neuen Indie-Titel und zwar Nidhogg, welches vor kurzem im PlayStation Store erschienen ist. Und vielleicht kennen es ja einige von euch auch schon vom PC, denn dort gibt es das Spiel bereits seit geraumer Zeit und konnte bereits zahlreiche Fans gewinnen. Und wir gucken uns einfach mal an, worum es hier geht. Da ich hier gerade keinen im Hause habe, muss ich mich leider mit dem Singleplayer beschäftigen. Aber im Grunde ist Nidhogg doch auf Multiplayer ausgerichtet. Und der Sinn des Spiels ist relativ simpel. Wir haben hier zwei Kämpfer, die gegeneinander kämpfen. Und das Ziel ist es, dass der rechte Kämpfer so schnell wie möglich in die linke Seite, an das Ziel der linken Seite gerät. Beziehungsweise der linke Läufer so schnell wie möglich an das Ziel der rechten Seite sich dorthin bewegt. Ich bin jetzt zum Beispiel der linke, der gelbe Charakter. Das heißt, ich muss nach rechts laufen, um dort an das Ende des Levels zu kommen. Damit das Ganze jedoch nicht ganz so einfach wird, hat man einen Gegner. Und diesen Gegner gilt es mit seinem Schwert niederzukriegen. Und wie das geht, versuche ich euch mal zu zeigen. Bitter ist es, wenn man natürlich das Schwert verliert, so wie ich es gerade. Was mache ich also? Ich will den natürlich nicht durchlaufen lassen, aber trotzdem bin ich gerade gestorben. Aber man wird halt wieder immer nachgespawnt und vielleicht hat man irgendwann mal auch Glück und kann den anderen besiegen. Ich habe das Glück gerade nicht, aber deswegen opfere ich mich gerade mal und schauen wir mal, ob ich ihn jetzt mal zur Strecke bringe. Denn wenn er ans Ziel kommt, hat er das Spiel gewonnen und das wollen wir nicht. Also versuche ich ihn zu stoppen und vielleicht eher an mein Ziel zu kommen. Aber so wie ich im Moment spiele, wird das Ganze noch ein bisschen dauern. Aber es geht doch, da haben wir ihn. Und auch er kommt natürlich immer wieder und wird immer wieder nachgespawnt. Wenn man das mit der CPU spielt, ist es noch in Ordnung, aber der größte Spaß tritt natürlich auf, wenn man mit einem echten Mitspieler spielt. Ah, das ist natürlich bitter, wenn man gerade weiterlaufen will und der wette Typ nachgespawnt. Okay. Grafisch sehr schlicht, aber dennoch ein sehr sympathischer Stil. Und jetzt schauen wir mal, ob wir uns ein bisschen weiter nach rechts bewegen können. Blocken ist nicht drin. Man muss halt ein gutes Timing haben, um seinen Gegenspieler auszuschalten. Es gibt verschiedene Level, es gibt verschiedene Umgebungen. Und, ah, ich habe es geschafft. Und, das ist natürlich jetzt umso bitter. Und es gibt dadurch auch ein bisschen Variation im Design. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich ihn austricksen kann. Weiter Sprung hat leider nicht geholfen, da man das Schwert auch werfen kann. Und da ist er auch weg. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass er wieder gespawnt kommt. Und geschafft, sehr gut. Und da haben wir schon den Final Screen. Also wenn ich es jetzt schaffe, könnte ich das Level möglicherweise beenden. Und ich habe es geschafft. Und da haben wir auch das Publikum. Alle sind happy, alle sind froh. Und der Winner ist da. Das Ganze geht natürlich auch auf Zeit. Und hier sehen wir auch schon im zweiten Level. Auch hier nochmal ein ganz neues Design. Sehr farbenfroh, sehr sehr eigen. Und auch hier muss man ein bisschen aufpassen, da wenn man zu lange auf den Wolken bleibt, fällt man runter. Und jetzt müssen wir ihn natürlich stoppen. Auch hier wird man immer wieder nachgespawnt. Die Musik ist auch ganz cool. Ihr hört sie gerade nicht sehr laut, weil sie sonst meine Stimme übertönen würde, aber auch ein sehr cooler computerartiger Retro-Soundtrack und weiß auf jeden Fall zu gefallen. Das wäre cool natürlich, wenn wir jetzt wieder ein Schwert bekommen würden. Und hier müssen wir aufpassen auf den Wolken. Und da ist er auch schon runtergefallen. Tja. Komm, locken wir ihn ein bisschen an. Und jetzt haben wir immer noch kein Schwert. Meine Güte. Aber wir schaffen es immerhin weiter zu bewegen. Und sind wieder am Final Screen angekommen. Ich muss sagen, ich bin gerade auch ein bisschen überrascht, da ich beim Spielen zuvor noch nicht ganz so weit gekommen bin und immer meine Probleme hatte. Aber im Moment scheint es hier ganz gut zu klappen. Aber wie gesagt,
Vor allem im Multiplayer macht das Spiel super viel Spaß. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie teuer das ist. Ich glaube, 10 bis 15 Euro ist es das Geld wert. Mit, wenn man einen beiseite hat, der jederzeit ein spielen kann, würde ich sagen, ja, alleine gegen die CPU ist es nicht ganz so lustig und eher was für zwischendurch. Wow, hohes Gras, okay, ist natürlich nie gut. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und die Herausforderung, vor allem durch die Umgebung, sorgen dafür, dass das Spiel auch genügend Variation hat und nicht langweilig wird. Deswegen, gebt euch mal den Titel. Ich glaube, im Multiplayer mit ein bisschen Alkohol gibt es kaum was Besseres im Moment. Ansonsten gibt es nicht viel zu netter zu sagen. Stattdessen wollte ich nochmal kurz auf die PlayStation Experience eingehen, die heute stattfindet. Und man darf gespannt sein, was Sony im Rahmen seiner Konferenz dann tatsächlich ankündigen wird. Also es ist ja schon mal ein dickes Ding, dass Street Fighter 5 exklusiv für die PS4 erscheint. Und ich weiß nicht, in anderen Foren, in anderen amerikanischen Foren sprechen Leute von den krassesten Gerüchten. Ob es wirklich sowas gibt wie Final Fantasy VII, das Remake am Ende, ich wage es zu bezweifeln, aber mal gucken, was Sony im Petto hat. Ich meine, es ist das 20. Jubiläum und ich denke mal, man wird sich durchaus schon etwas ausgedacht haben und die neue Konsole, die neue 20 Anniversary Konsole macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck und zeigt, dass Sony durchaus ziemlich viel geplant hat. Es ist natürlich schade, dass es nur 20 bzw. 12.000 Exemplare der Konsole gibt, weil ich denke, viel mehr Leute hätten tatsächlich Interesse, die Konsole wirklich zu holen. Sie sieht fett aus und das Design ist natürlich für die Ewigkeit. In diesem Fall möchten auch wir von OnePlus X nochmal sagen, Sony, alles Gute zum 20. Geburtstag. Ohne die PlayStation wäre OnePlus X nicht hier. Das ist natürlich klar. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte rund um Sony und rund um PlayStation weitergehen wird. Ich meine, nach der schweren Zeit mit der PlayStation 3, es sah ja schließlich nicht immer ganz gut aus, war es nicht zu erwarten, dass Sony nochmal so stark zurückkommen wird. Aber es ist ihnen gelungen und bleibt nur zu hoffen, dass dieser Egoismus-Trip der Anfangszeit der PS3 nicht nochmal zurückkehrt und dass man jetzt tatsächlich auf der Basis aufbaut, die man mit dem Release der PS4 geschaffen hat. Ich glaube, Sony ist im Moment so beliebt und so also erfolgreich wie lange nicht mehr und das hat man sich auch mit Hilfe des guten Marketings, mit Hilfe der soliden Konsole auch verdient und auch die Spiele. Es gibt ja noch Leute, die sagen, ah, die PS4 hat nicht genügend Spiele. Aber ich muss sagen, es sieht ja im Moment sehr gut aus. Speziell, wenn man auf 2015 guckt. Und PS4-Zocker können sich definitiv auf etwas gefasst machen. Und ich bin mir sicher, es wird auch definitiv noch viel mehr Indie-Titel à la Nidhogg geben, das Gesamtbild der PS4 nochmal etwas breiter machen, noch etwas reichhaltiger und noch etwas spannender. Und in diesem Sinne, genießt nochmal die letzte Minute von Nidhogg und freuen uns auf die Sony-Konferenz heute Abend. Es wird bestimmt bombastisch. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal natürlich.